Guten Morgen. Also, es ist nicht mehr morgen, es ist schon Mittag. Ich habe schon aufgemacht. Ich habe aber heute Vormittag noch geschnitten und gerendert und deswegen konnte ich heute Vormittag noch nicht aufnehmen. Gut, kurz um. Das war ein Startsignal zum Tag. Viel passiert ist heute eh nicht. Also neuer Arsch. Es gibt neue Bestimmungen und Gesetze und Gesetzgebungen. Keine Ahnung, irgendwie so, ob das jetzt alles auch so umgesetzt wird, wissen wir noch nicht. Es gibt jetzt Ruhetage, die eingehalten werden müssen. Irgendwie wohl demnächst vor Ostern, Karfreitag oder so. Muss man mal schauen. Also vor Karfreitag oder so. Soll man Ruhetage einhalten, da alle Geschäfte geschlossen sind. Das muss ich auch machen. Also noch weniger zu tun, noch weniger Umsatz, noch weniger. Jungs, ich weiß ja nicht, wie gesagt, die haben ja jetzt auch hier einen Zuschauer aus Reiling mit dem großen Fahrradverleih, mit der großen Fahrradbude, also recht großen Fahrradbude. Im Gegensatz zu ihm bin ich ja hier ein absolut kleiner. Wisst ihr, ich bin ja eh der Kellerschrauber hier für viele da. Aber da stelle ich mir das echt schon auch bitter vor, weil ich meine, ich kann das irgendwie kompensieren, indem ich halt dann irgendwie wieder was aus meiner Vitrine greife und dann wieder irgendwas verkaufe, was ich eigentlich nicht will oder so. Was ja eigentlich auch nicht, na, aber genau eben dafür gedacht ist, dass man es denn, wenn doch mal knapp ist irgendwie und wenn man doch mal Brot auf die Stulle mit Butter braucht, dass man das eben verhökert, mit anderen Worten. So schlimm ist es ja noch nicht, aber eben wir haben so ein paar Reserven, wo wir darauf zurückgreifen können. Jetzt eben die Jute, dass man jahrelang gehortet hat und dass man eben auch als Messi bezeichnet wird mitunter. Man hat viel Material, viel Materie, die man dann irgendwie umsetzen kann. Ja, und da bin ich sehr glücklich drüber, dass das gerade so einigermaßen funktioniert, dass man damit sich wenigstens über Wasser halten kann. Weil was soll ich sonst machen? Ich soll die Füße stillhalten? Ja, ich ja irre werden, das geht ja nicht. Kann ich ja sowieso nicht. Davon abgesehen. Also, noch mehr Tage, wo kein Umsatz fließt, wo es eh schon hier recht bitter ist. Müssen wir mal schauen. Ich bin sehr gespannt, wie das noch endet hier, wie das noch weitergeht. Ob das noch weitergeht, alles so. Zufrieden sind die Leute nicht. Das kann man so nicht sagen. Dankeschön. Bitte. Pause machen hier. Vielleicht nochmal ölen. Zu leichter pingen. Schön. Die Fingerspitzen langsam weh hier. Kann doch einhalten. Die Erholung ist nicht mehr. Jetzt sind sie alle. Also die Gummischeibe würde sagen, das ist es. Das ist ein schönes Spiel, oder? Nee, also wenn es meins wäre, ich würde tatsächlich mich vor den Fernseher setzen und 0, 0, 0, 1, 2, 3. Oh, jetzt mach ich weiter. Ja, kommt der nächste. Ja, bitte! Hallo. Was darf sein? Herr Mann, na alles richtig? Ja, immer. Sehr gut, sehr gut. Eine Frage, wie viel kostet eine Schlauch? Welchen? Ah, von der Rennrad? Also es ist 9 Euro. 9 Euro. Okay. Wenn deine Felge so hoch ist, dann brauchst du die lange Version. Okay.
Was hast du für eine Felge? Ich glaube normal. Das sind die normalen von der Breite her. Die habe ich. Ja, die würde normal. Haben Sie eigentlich den Termin? Mit dem kommen Sie hier nicht ran. Ohne Termin kommen Sie nicht ran. Oder Gewerbeschein. Oder Gewerbeschein. Gewerbeschein, genau. Hallo, Tommy Müller. Oh, meine Mutter. Nee. Bro. Mein Bro, wo hast du denn diese Nippel? Ach, nein, Nippel ist nicht. Der kostet keine 50 Cent, das ist doch wie 1 Euro da. Nein. Alter, du, ich werde zu stehen dafür, für den Nippel. Aber ich meine, das ist wichtig. Das ist so eine Kleinigkeit, die ist aber wichtig den Leuten. Wenn aber so machst du mit dem Abschied? Na ja, ja, aber mit, warte mal. Damit kriegst du gleich durch, die hier. Ja. Richtig schön. Achso, damit sie nicht gehen kann und so. Ja, damit es dir wehtut. So, was haben wir denn hier? Fahrradsalon Tommy Müller. Ich habe auf alle Fälle hier Post bekommen. Ich habe offensichtlich Fanpost bekommen. So. Pass auf hier, musst du wissen, was drin ist. Ja, was mit den Lottozahlen? Wir müssen noch Lotto spielen. Wollen wir noch mehr Lotto spielen? Mit Damians Geld? Schreib aus München, deine Tipps im Internet sind optimal und kannst sie im Reparaturcafé Pfennig Parade Behinderungseinrichtung. Was? Ja. Nein. Gut gebrauchen für die Fahrradreparatur ehrenamtlich. Behinderung. Geil. Juhu. Geiles Ding. Leider ist die Einrichtung komplett wegen dem Virus geschlossen. Wie schaut es bei dir aus mit freundlichem Gruß? Behinderung bleibt aber warum aufrecht. Warum ist bei dir geschlossen? Achso, München, ja. Ja, geil. Danke, Günther. Für die Nachricht, also ein kleiner Brief, das ist immer toll, da freut mich. Ja, geil. Ja, dafür sind wir doch da, für so weit. Das finden wir gut, so weit. Das ist toll. Ist dufte. Ich muss mal unbedingt diese Wand anfangen hier. Für euch. Fertig? Schlauchwechsel. Zack. Öl.
Also, oh, was ist hier passiert? Oh mein Gott, meine Güte. Erstmal, warum ist das Rad so schwer? Hoppala, was ist denn da passiert, ey? Was ist denn hier los? Guck mal, wie sich das hier rumgewickelt hat. Also nicht mehr zu löten hier. Würde ich mal sagen, müssen wir öffnen am Kettenschloss. So, gut. Also, den. Erstmal dahin. So. Okay. Kette ist gerichtet. Na, Gott sei Dank. Gott sei Dank, die läuft doch noch richtig rund. Die Kette kann man vermutlich sogar noch nehmen. Also so richtig reingetreten hat er nicht in dem Moment. Ansonsten wäre die Kette halt hin. Na denn, was der Achim nicht gesehen hat, weil der war letztens schon da, ist, dass der Abstand hier natürlich viel zu hoch ist. Und dadurch wirft er den natürlich über. Ja. Ist der Umwerfer auch nicht mehr im besten Zustand, der hat schon arg Flexibilität. Aber er soll erhalten bleiben, naja gut, dann bleibt er das. Viel zu weit.
ein bisschen viel zu wenig Spannung hier auf der Kette, mein Freund. Also kurz jetzt die Kette. Mein erträgliches Maß. Moin! Hallo! Wer bitte? Ja. Halt doch dahin. Hast du Fahrradöl da? Für die Kette? Ne? Für die Kette? Ja. Also zu verkaufen? Nee. Nur hier zum mal. Kurz brauchen, sozusagen. Ja. Willst du kurz aufmachen? Ne? Willst du kurz aufmachen? Ja, gut, mach ich. Okay, ich bin jetzt gleich wieder da. Gut. So, hier hast du es wieder. Jo. Und ein Kettenschloss. Na, siehst du, Beugung gerade. Was brauchst du? Für wie vielfach? Hä? Für wie viel Fach brauchst du die Kette? Wie viel Fach ist die? Wie viel Schaltung hat die? Das ist ein 26er. Ne, ein 24er. Ja, okay, aber 7 Gang, 8 Gang, 9 Gang, 10 Gang, 11 Gang. Im Prinzip ist das der eine Teil noch drin, nur das zum Verschließen. Die Klammer ist abgesprungen. Ja, richtig, aber die Ketten haben ja verschiedene Stärken. Hast du eine Nabenschaltung drin oder eine Kettenschaltung? Ich habe gar keine Schaltung. Also. So was wie eine Nabenschaltung. Das ist eine Eingang. Ein älteres Fahrrad. Ja. Ja, das ist 3 Euro. Bitte. Und das passt? Ja, bei Nabenschaltung oder beziehungsweise Eingang, Nabenschaltung passen die. Jetzt sind ja die ein Blatt vorne, ein Blatt hinten. Genau, bei den anderen brauchst du die. Ja. Ja, okay, gut. Was kostet das? 3. Gut, bis dann, ciao. Ich entsinne mich. Na, die Zeit, die wir jetzt hier so haben, um nichts tun. Keine Aufträge vergeude ich damit sozusagen oder verbringe ich damit, hier Schnur zu wickeln an so einer alten Tütenlampe. Heißt das? Das ist so ein 50er, 60er Jahre Tütenlampe. Sind eigentlich sehr begehrt, die Dinger, also werden tatsächlich sehr gerne
sehr gerne gekauft. Und ich habe die jetzt recht günstig bekommen, weil ja, erstens ist die Schnur hier ab. Diese Wäscheleine, da wurde ja vieles in den 50er, 60er Jahren gerne mit dieser Wäscheleine bespannt, also Stühle und eben so eine Gestelle hier, so eine Stahlgestelle, wurden dann entwickelt. Das war halt der Schick damals. Ja, und dann wird er neu gewickelt von mir. Mal sehen, dass ich das hier schön straff, schön hinkriege. Okay, sieht ja super aus. Für das erste Mal ist das okay. Hier ist ein kleiner Verwurf drin, aber das wird sich noch stretchen, kann man noch ein bisschen warm machen. Vielleicht läuft das dann noch. Die Lampen konnte man mal einzeln ein- und ausschalten. Das wird auch alles jetzt noch überprüft und geschaut. Dazu hat. Ja, gut, wer? Ich brauche nämlich neue, weil hier hat einer eindeutig zu viel Watt drin. Ich habe zu viel Hunger für deinen Duft hier. Zu viel Hunger für den Duft. China, wieder, Mund drauf! Nö. Naja, Klaus hat immer. Er kreuzt ihn ja nicht. Ich meine hier, zu viel Watt, endgültig erledigt, ne? Mhm. Ja, klar, genau. LED und nie wieder irgendein Stress, oder? Ja. Naja, die machen ja nur 25 und dann war doch mal einer mutig und hat 40 drin gemacht, 3 Stunden bei seinem. Qualmt, ja. Bei diesen Papplampen. Scheiße. Guck mal hier, ba ba. Sind immer noch dabei. 1, 2, 3, 4. Komm mir auch noch mal zu beißen.
Der kommt mit. Jo, Tommy. So ist es. Sehen wir uns morgen.